Willkommen zurück beim Literarischen Salon, wenn schon nicht live hier im Foyer der Leibniz-Universität Hannover. Dann wenigstens live im Internet, jetzt auch wirklich. Genau, ihr habt es sicherlich mitbekommen, Corona hat uns wieder einen Strich durch die Rechnung gezogen. Wir dürfen hier nicht mehr mit Publikum Veranstaltungen durchführen. Deswegen versuchen wir uns jetzt auf den Livestream zu retten. Normalerweise klappt das auch ausgezeichnet. Ich hoffe, jetzt wird es das auch wieder. Genau, ich bin aber glücklich, dass ich heute zumindest unsere beiden Gäste ein zweites Mal live vor Ort begrüßen kann, nämlich Selma Buabeng, die Schauspielerin, und Moderator Tarik Tesfu. Schön, dass ihr da seid. Genau, normalerweise würde ich Ihnen euch jetzt einen Vorgeschmack geben auf das, was Sie und euch in den nächsten 90 Minuten hier erwartet. Das kann ich dieses Mal aber leider gar nicht, und zwar aus folgendem Grund. Sie werden alle die Black Lives Matter-Proteste in den letzten Monaten in Deutschland, in den USA mitbekommen haben, denn das Thema Rassismus ist leider und auch völlig zu Recht wieder in aller Munde. Im Salon haben wir den Versuch unternommen, zwei Menschen Platz hier bei uns auf der Bühne zu geben, die zum einen aus der betroffenen Perspektive sprechen können, zum anderen sich aber auch sehr viel öffentlich zu dem Thema geäußert haben und sich dazu äußern. Genau, mit dieser Erklärung geht auch eine Entschuldigung einher an Tarik und an Selma, denn wie schön wäre die Welt, wenn sie sich heute Abend nicht und auch sonst nicht damit auseinandersetzen müssten. Denn dass Rassismus nach wie vor vielen Menschen in Deutschland begegnet, ist leider bittere Realität. Deswegen ein großes Danke von uns, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt und dieses kleine Experiment mit uns wagt. Experiment insofern, als dass ich nicht weiß, worüber ihr gleich reden werdet. Ihr moderiert euch selbst, ihr habt das eben ja auch schon fantastisch geübt. Und ich bedanke mich auch noch ein zweites Mal ganz herzlich bei der VHV-Stiftung, die uns diesen Abend heute ermöglicht. So, große Entschuldigung nochmal an euch und Klappe die zweite. Hallo, da sind wir wieder. Hallihallo. It's a second try. Ich stelle dich einfach mal vor. Gerne, Selma. Zu meiner Rechten, der wunderbare Tarik Tesfu. Er ist Moderator, Aktivist, nee, bist du nicht, Entschuldigung. Das sollst du doch Aktivist. Nicht sagen. Das haben wir gerade gesagt, dass du das eben nicht sagen sollst. Ja, sorry, sollst. Ich soll nicht sagen, dass er Aktivist ist. Also er ist kein Aktivist. Sag doch einfach, dass ich Model bin. Jetzt lass mich mal ausreden. Er ist Moderator, Model, er ist Feminist, er ist der Gründer und Erschaffer von der Tralla Fitti Show, der weltbesten Show, in der ich seine Side-Queen bin. Es hieß mal Sidekick und dann haben wir das Ganze schnell korrigiert. Und genau, und vor allem sehr, sehr guter Freund. Und Bruder. Das hast du vorhin bei der ersten Runde nicht gesagt, liebe Selma. Ja? Tust du, als wäre ich vorhin nicht dabei gewesen. Aber ich stelle dich auch sehr gerne vor. Zu meiner Linken ist die wunderbare, großartige, tolle, sensationelle Selma Buabeng. Sie ist Schauspielerin. Nein, ich soll noch mehr sagen. Ich habe nämlich von Ärger bekommen, denn natürlich bist du viel, viel mehr als Schauspielerin. Du bist Comedian. Du hast einen eigenen YouTube-Channel, der mit unfassbar witzigem Content, Tell Me Nothing from the Horse, müsst ihr euch alle anschauen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten spielst du Rollen vom Film über Theater. Du bist Moderatorin. Du bist auch Aktivistin. Ich bin Aktivistin. Du bist so wie du. Diese Aktivistin. Und neben all dem bist du einfach ein unfassbar toller Mensch. Und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich dich meine Freundin nennen darf. Und dass wir mal wieder zusammen irgendwo sitzen dürfen und reden können. Find und ich habe dich einfach richtig, richtig lieb. Ich dich auch, mein Schatz. Meine Güte. Wir haben aber auch schon fast eine Flasche Wein getrunken. Sag nochmal deine Hotelzimmernummer. Für später? Für dich oder für jemanden im Livestream? Wie du willst. It's your decision. Gucken wir mal. Tarik, wie geht's dir? Du, schön, dass du fragst. Mir geht es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ich meine, ganz ehrlich, ich sitze jetzt hier mit dir hier. Wir hatten eine tolle Hinfahrt zusammen. Natürlich alles Corona-konform mit Abstand und pipapo. Wir haben uns schon mal so ein bisschen eingegroovt, so auf den heutigen Abend und ja, nein, mir geht's toll. Ich habe nur ein kleines Problemchen, was eventuell ein sehr privilegiertes Problemchen ist. Als Topmodel habe ich hier, ihr seht es hoffentlich nicht, einen riesen Pickel.
Und das Problem ist, dieser Pickel tut auch weh. Kennt ihr diese Pickel, die man nicht so einfach ausdrücken kann und alles ist gut, sondern die so richtig... Ich liebe es übrigens, Pickel auszudrücken. Ja, wer nicht? Sondern die so unten drunter hängen und eigentlich das Einzige, was du bekommst, ist einfach nur Blut. Ja? Also einfach nicht schön. Und ich glaube, diese Maske ist schuld daran, denn unter dieser Maske schwitze ich ein wenig und dann zieht es sich wohl irgendwie so rein und... es passieren komische Dinge. Aber Selma, du merkst schon, wenn ein Pickel in deinem Gesicht dein einziges Problem ist, dann würde ich mal sagen, dann geht's dir richtig gut, würde ich auch mal sagen. Du willst mich wahrscheinlich auch fragen, wie es mir geht, richtig? Ach so, ja, das wäre natürlich nett, auch mal zu wissen, wie geht's eigentlich dir, liebe Selma? Ich so, wann kommt die nächste Frage für mich? Du hast jetzt so interviewmäßig, also ich bin bereit. Nein, Selma, wie geht's dir? Ich werde regelmäßig getestet. Bin ein Mensch, der viel hustet. Einfach, weil ich ein paar Allergien habe. Nur, ne? Ich bin Schauspieler, ich werde regelmäßig getestet. Beruhigt euch. Das, was übrigens gerade ein großes Problem ist, also wenn man jemand ist, der viel hustet oder so, in diesem Corona-Wahn, in dem wir uns gerade befinden, ist das wirklich ein großes Problem. Einkaufen gehen. Also ich glaube, durch die Aufregung schon eine Angst zu haben, husten zu müssen, ist Einkaufen schon... Ich stelle mich dann immer in eine Ecke und bin so... Oh, ich huste nicht mehr. Keiner. Ich huste einfach nicht mehr, bis ich fast krepiere gefühlt. Bist dann so und denkst dir so, bitte nicht husten. Aber unabhängig von dem Husten geht es mir super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss das immer sagen mit Vorbehalt, weil ich weiß, dass es jetzt gerade jetzt auch kurz vor dem zweiten ist, das überhaupt ein richtiger Lockdown? Ich weiß es gar nicht, aber so halb, ne? Lockdown light. So wie Coca-Cola Light und Coca-Cola. So also bisschen, irgendwie das Gleiche, aber weil viele Leute leiden. Ich habe viele Freunde, die Musiker sind, die normalerweise den ganzen Festivalsommer über ihr Geld verdienen für das ganze Jahr. Es gibt super viele Leute, denen es jetzt wirklich richtig scheiße geht, die, bei denen ich zum Teil auch gar nicht weiß, wie es weitergehen soll. Aber für mich war das tatsächlich jetzt auch die ganze Corona-Zeit letztendlich voll die gute Zeit. Also erstens, ich war, bevor es losgegangen bin, noch in Zürich am Schauspielhaus. Ich bin Schauspielerin am Schauspielhaus Zürich. War 2 Wochen vor der nächsten Premiere, die ich da gehabt hätte. Und wir haben, weiß ich noch, im März, Mitte März, haben wir noch Donnerstag so eine Premierenparty gefeiert mit Knutschen, Tanzen, allem drum und dran. Und freitags hieß es dann, wir proben nicht mehr, wir müssen aufhören. Sonntag hieß es dann, die Grenzen machen dicht. Und dann montags war ich wieder zurück in Berlin. Also es ging dann alles so zack, zack, zack. Und es war eine gute Zeit, weil ich nach 5 Monaten Arbeit in Zürich mit Proben und Vorstellungen und so weiter, und ich habe eine super gute Zeit gehabt in Zürich, aber es war trotzdem Arbeit, hatte ich dann auf einmal Zeit, runterzukommen, meine Wohnung neu zu dekorieren. Ich habe kein Klopapier mehr bekommen. Ich habe dann erst... Es gibt jetzt schon wieder kein Klopapier mehr, ne? Ich bin zum DM gelaufen und war so, ernsthaft, Leute? Das Einzige, was du bekommst, ist dieses Klopapier, was ist wie so ein Blatt. Das ist das Recycelbare. Wirklich, also ich bin für Nachhaltigkeit, aber beim Klopapier hört es auf. Ja, da will ich einfach 4 Lagen haben. Sorry. Und das Ding ist, die Schweizer, die haben richtig Kohle. They couldn't care less. Da gab es diese Klopapier. Ich habe diese Videos gesehen und habe immer gedacht, sind das so Internet-Memes und so. Und dann bin ich, als ich wieder nach Hause gekommen bin, in meinen Penny, direkt bei mir um die Ecke. Und wenn du reinkommst, ist direkt alles, weißt du, wo das Gemüse ist. Und es war gerade anscheinend gerade neu angeliefert. Und es ist so, ach, gut, in meinem Laden ist noch die Welt in Ordnung. Und dann gehe ich die Gänge lang und sehe Krieg. Regale sind leer. Es hat nur noch gefehlt, dass die so umgeschmissen waren. Ich so, sag mal, ist das euer Ernst? Ist es wirklich so, dass die Leute sich gerade hier um Klopapier prügeln? Also, mal weg vom Klopapier. Mir geht's super. Trotz Corona, trotz allem habe ich eine gute Zeit gehabt. Ich hatte das Glück, dass ich vom Theater noch weiter bezahlt wurde, obwohl keine Vorstellungen gespielt wurden und so. Und ich hatte eine richtig gute Zeit. Es sind super viele Sachen passiert. Ich habe trotzdem arbeiten können, moderieren können, zum Teil auch dann wieder drehen können und so. Ich bin richtig happy und zufrieden, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr schön. So soll es ja auch sein. Und das wünschen wir auch allen Menschen, selbst in dieser verrückten Zeit. Aber bei mir ist es ein bisschen ähnlich gewesen. Als der Lockdown kam im März, war ich auch super viel am Hasseln. Und alles, was ich jetzt sage, sage ich aus einer sehr privilegierten Perspektive, denn ich habe keine Kinder, ich arbeite nicht in der Pflege. Ich habe ein Alter, wo man eventuell davon ausgehen könnte, auch nicht immer, aber wo die Wahrscheinlichkeit
dass ich, wenn ich mich infizieren sollte, einigermaßen glimpflich aus der Nummer rauskomme, wahrscheinlicher ist als bei meiner Großmutter zum Beispiel. Und ich habe diesen Lockdown als jemand, der nicht in der Kultur so krass arbeitet, sondern eher halt im Netz. Das Netz ist einfach immer an, Corona hin oder her. Nicht immer, ja. Stimmt, in Hannover gibt es ja ab und zu ein bisschen Problemchen, aber egal. Ich habe einfach gemerkt, wie gut es mir eigentlich geht. Also wie gut es mir geht, selbst in einer Pandemie, und habe wirklich so einen Privilegiencheck gehabt bis zum geht nicht mehr, dass ich irgendwie, ich wohne alleine, ich wusste, selbst wenn ich keine Jobs habe, ich habe zum Glück immer welche gehabt, aber selbst wenn es keine gegeben hätte, haben sich in meiner Familie direkt 5 Leute von Patentante über Schwester über Oma gemeldet und meinten, Tarek, sobald du Geld brauchst, sind wir da. Natürlich habe ich es niemals genommen, denn läuft also, bei dir. Ein bisschen was habe ich schon abgezwackt. Nein, weil ich mir natürlich gedacht habe, nein, ich brauche es ja eigentlich auch zum Glück gar nicht. Und das irgendwie sagen zu dürfen, in dieser Zeit, wo es so vielen Menschen so, so krass beschissen geht und wir einfach nicht wissen, wo die Reise hingeht, merke ich einfach, okay, Tarek, chill dich einfach auch mal, weißt du? Aber hast du dann erst einen Privilegiencheck gemacht? Ich meine, klar macht man sich das nochmal bewusster in so einer Zeit, aber also bist du nicht, du bist für mich so ein woker Mensch. Also bist du jemand, der sich vorher über seine Privilegien, die du hast, im Klaren war? Oder ist das dann erst tatsächlich durch diese Pandemie? Schön, dass du es nochmal sagst, Selma. Ich hatte Angst, dass dieser Part nicht mehr reinkommt. Natürlich mache ich mir oft über Privilegien Gedanken, aber auch über meine eigenen eigentlich permanent, denn ich habe mittlerweile auch sehr, sehr viele, anders aber als jemand, der vielleicht Privilegien einfach bekommen hat, ohne etwas dafür zu tun. Ich meine, ich darf mittlerweile die Talkshow Deep und Deutlich moderieren, die im NDR läuft, auch online läuft, mit irgendwie Aminata Belli zusammen, Mojib zusammen, Svella Kellershohn. Das ist einfach eine große Ehre auch, so irgendwie dabei sein zu dürfen und jetzt irgendwie vom Netz auch irgendwie im Fernsehen irgendwie eine Form von Sichtbarkeit zu haben. Deswegen, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin oft nicht so dankbar für Dinge, die einfach da sind. Naja, und ich habe ja auch dafür gearbeitet, so ist es nicht, ne? Aber ich merke halt so in dieser Pandemie nochmal so eine ganz andere Form von wirklich auch dankbar sein. Also wirklich auch mal zuzulassen, zu merken. Denn ich neige schon dazu, wie glaube ich viele Menschen, eher darauf zu gucken, was noch alles kommen muss, anstatt einfach mal zu gucken, was ist eigentlich da? Schon alles da? So, und was ist alles schon passiert? Und das hat irgendwie diese Pandemie mit mir gemacht. Und irgendwie, ich finde es immer ein bisschen auch so ein bisschen cheesy, das so auszusprechen, denn eigentlich vergisst man dabei, also Corona ist kein Retreat, so nach dem Motto, weißt du? Denn es geht darum, dass Menschen sterben, dass Menschen krank werden, dass PflegerInnen, dass das Gesundheitssystem eventuell zusammenbrechen könnte. Und deswegen finde ich es irgendwie auch selber ein bisschen traurig, dass ich diesen Moment gebraucht habe. Aber wobei ich sagen muss, das ist ja, ich meine, das ist was noch nie da gewesen ist für die ganze Welt sozusagen. Ich meine, das ist ja wirklich mal was die ganze Welt betrifft tatsächlich. Und ich glaube, jeder macht doch mal so einen Faktencheck. Ich glaube, jeder hat natürlich eine andere Biografie und jeder ist in einer anderen Lebenssituation. Es gibt Leute, wie zum Beispiel diesen Amazon-Chef, der, glaube ich, durch die Pandemie noch reicher geworden ist. Ich weiß nicht, der ist ja schon Multimilliardär. Und er hat, glaube ich, in den ersten Wochen, als die Pandemie war, hat er nochmal mehrere Milliarden dazu verdient. Also ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, aus welcher Perspektive. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eine Zeit, in der jeder nochmal, ich auch inklusive, nochmal guckt, wo stehe ich eigentlich im Leben. Also ich würde von mir zum Beispiel sagen, dass ich auf jeden Fall jemand bin, ja, ich glaube schon, dass ich mir selber meine Privilegien vielleicht manchmal sogar zu sehr bewusst bin. Ich bin ein Mensch, der ganz oft denkt, boah, beruhige dich. Es gibt Leute, denen geht's, so kann man natürlich auch nicht immer funktionieren, aber ich denke ganz oft, es gibt Leute, denen geht's viel schlechter als dir. Vor allem jetzt aktuell Moria,
die Geflüchteten, als das alles anfing mit Corona, weiß ich auch noch, dass ich gedacht habe, so, ja, Corona, als man nicht genau wusste, wo es hingeht, ne, wo die Reise hingeht, habe ich auch mal gedacht, wollen die jetzt ablenken, ist viel wichtiger, was ist mit der von der Leyen, 750 Millionen Euro, warum ist die Kohle nicht da, warum werden die nicht geschützt und so, die Leute, ich will einfach nur sagen, es gibt so viele Menschen, die jetzt unter dieser Situation leiden, aber für mich war es tatsächlich auch eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit des Ankommens, Runterkommens, auch ein bisschen Shocking Moments mit so I see your true color shining through Momente, wo man plötzlich so mitbekommt in der Umgebung, aber auch angefangen so bei Stars, Xavier Naidoo, den ich immer toll fand zum Beispiel, wo man plötzlich denkt, okay, seriously, was ist hier los? Was passiert gerade? Oh Gott, Xavier. Thelma, lass uns hier einen kleinen Stopp machen. Lass Corona sein. Wir haben doch schon Sorgen genug. Lass uns über andere Dinge sprechen. Mir ist gerade mal irgendwie aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, welches Sternzeichen du bist, was ich sehr, sehr wichtig finde, denn ich bin Astro-Tarik und habe quasi einen direkten Draht zum Universum. Really? Und deswegen, welches Sternzeichen bist du? Widder, Aszendent, Skorpion. Oh, meine Güte, jetzt wird mir einiges klar. Oha, aber das finde ich interessant, denn ich bin Löwe, Aszendent, Jungfrau. Und Skorpione und Löwen haben manchmal so Aufmerksamkeitskämpfe, die ich bei uns beiden noch nie erlebt habe, Thelma, weil beide Sternzeichen sehr, sehr gerne das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit wollen. Ja, Thelma, weiß auch nicht, woher das kommt. Und man weiß ja auch, dass quasi... dass man im Alter immer mehr zum Aszendenten wird. Das heißt, du drehst quasi immer mehr ab, dich erreiche ich bald gar nicht mehr und ich aber in meiner... Was ist dein Aszendent? Jungfrau. Und ich aber in meiner ganzen Güte komme immer mehr zurück und deswegen matchen wir so gut. Denn all das, was du erleben wirst, ist bei mir schon vergangen. Die großen Momente. Jetzt geht's aber los hier. Und ich werde immer... All das, was du noch ist bei mir schon vergangen. Immer verständnisvoller, weil ich halt die Jungfrau bin. Ach, aber so. Interessant, glaubst du an Sternzeichen? To be honest, klar, ich weiß nicht, wenn man sich so früher mal so Sternzeichen durchgelesen hat, dann hat man immer, wenn was Cooles drin stand, der Mann deiner Träume kommt demnächst. Ich so, I trust him. Now we're talking, verstehst du? Aber so richtig so, ich habe einen Freund, zum Beispiel Daniel Zillmann, das ist so einer, wahrscheinlich ähnlich wie du, ihr müsstet euch mal zusammentun. Das ist so einer, der weiß von jedem, manchmal noch nicht mal die Namen der Leute, aber der kennt das Sternzeichen, Mond, Aszendent von allen Leuten und glaubt da total dran und so. Ich bin so hin und her gerissen. Ich bin da nicht so richtig drin in der Materie, als dass ich sagen könnte, no. Aber klar, irgendwie ist da wahrscheinlich schon was dran. Ich lese auch Hände. Also auf Partys, als es noch Partys gab, bin ich der weltbeste Handleser. Denn das Gute ist ja bei dieser ganzen Astrologie und auch Handlesenummer, du hast halt eine Chance von 50-50. Also entweder hast du einfach Glück und der Unfug oder die Wahrheit stimmt oder du machst dich so richtig zum Lappen und alle sagen so, okay, du hast uns einfach verarscht. Aber ich glaube schon, dass ich da schon eine sehr besondere Gabe habe, einfach indem ich Menschen sehe. Ich finde, Augen erzählen alles. Was sagen meine? Deine Augen sagen gerade einfach nur, dass du mich richtig toll findest und du mich einfach nur anstrahlst. Und ich glaube, wenn du eine halbe Stunde mit einem Menschen verbracht hast, also glaube ich zumindest, dann sieht man einen Menschen auch. Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was bei ihr das Ding ist. Weil sie so einen Blick hatte, obwohl sie glücklich war, zufrieden war, gelacht hat und Späßchen gemacht hat, war da immer dieser Blick. Und ich konnte das am Anfang überhaupt nicht zuordnen. Und irgendwann waren wir auf dem Weihnachtsmarkt dann und dann erzählte sie mir, dass jemand in ihrem Leben, ich will gar nicht ins Detail gehen, aber in ihrem Leben, der ihr sehr, sehr nah gestanden hat, sehr, sehr früh gestorben ist. Und ich will jetzt wirklich nicht so emo-mäßig werden, aber diesen Blick hatte sie für mich die ganze Zeit. Da war irgendetwas, was irgendwann kaputt gegangen ist. Und deswegen glaube ich daran. Ich glaube daran, vielleicht bin ich es nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es Menschen gibt, die andere Menschen sehr, sehr gut lesen können. Und ich bin so, ich habe so Baby-Skills, weißt du? Und ab und zu Funzen. Ich glaube, ich
behaupte von mir auch, dass ich gute Menschenkenntnis habe oder Dinge sehe und so, aber glaube ich nicht so auf dieser Astro-Schiene, sondern dass ich so das Gefühl habe, ich habe so ein Gefühl für Leute, was natürlich auch mit dem Älterwerden und so zu tun hat, also reifer werden und sich in verschiedenen Kontexten bewegen und so weiter. Sag mal, Tarik, ja? Was ich schon immer mal wissen wollte. Oh, bitte, frag mal nach, ne? How did your career begin? Also du fragst mich quasi, wie ich zu dem Topmodel geworden bin. Genau, wie bist du zum Topmodel? Dass ich heute bin. Selma, erzähl ich gerne. Hast du ein bisschen Zeit mitgenommen? Ich habe Zeit. So, wie lange haben wir noch? Noch eine Stunde? Ich glaub, jetzt mach schnell, weil wäre nett, wenn du mir dann auch noch mal eine Frage stellst und wir nicht die ganze Zeit über dich reden. Hättest du wohl ganz gerne. Obwohl ich bin ja Jungfrau-Aszendent, von daher auf jeden Fall bekommst du noch ein paar Fragen. Ich habe angefangen 2015. Indem ich Videos gemacht habe im Netz. Tariks Genderkrise hieß das Ganze. Davor habe ich studiert, und zwar Gender Studies im Nebenfach. Und habe mir halt in Wien, Ende, ich möchte mich jetzt nicht positionieren zu Wien. Es gibt nur Ärger. Aber was ich sagen kann, ich liebe Sachertorte. Ich liebe Sachertorte. Sissi finde ich auch ganz cool. So. Aber Sachertorte fand ich immer toll. Und auf jeden Fall mit Marillenmarmelade. Wie deine Karriere begonnen hat. Auf jeden Fall mit Sachertorte essen. Und auf jeden Fall habe ich dann 2015, wie gesagt, angefangen, diese Videos zu machen. Und bin dann nach Berlin gezogen, habe noch ein bisschen weiter die Genderkrise gemacht, dann irgendwann beendet. Was heißt das denn, Genderkrise genau? Hast du einfach mal aufgeklärt, Gender, was das überhaupt, also was nee, ich habe gar nicht so viel erklärt. Ich habe so kurze 3 bis 4 Minuten gemacht, in denen ich mich über so, ja, über Geschlechterrollen, über Sexismus, über Rassismus wirklich auch lustig gemacht habe, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, Leute, ganz ehrlich, teilweise sind wir so krass in den 50ern gefühlt hängen geblieben, was so Geschlechterrollen zum Beispiel anbelangt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte zeigen, dass das, was so in feministischen Diskursen an der Uni, was so sehr akademisch ist und sehr, sehr, sehr weit weg ist eigentlich, uns jeden Tag beeinflusst. So, also Coca-Cola zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Es gibt die Coke Light, die ist eher für die Frauen, mit keinen Kalorien, bis wenig Kalorien. Weil Frauen müssen ja schlank sein. Dann gibt es die eine normale Coca-Cola. Keine Ahnung für wen. Und dann gibt es noch die Coke Zero. Und Coke Zero ist eigentlich dasselbe wie die Coke Light, nur dass der Claim, weil alle wissen, dass Coke Light richtig beschissen schmeckt, so nach Süßstoff, haben sie bei Coke Zero gemacht, echter Geschmack ohne Zucker. Und in den Videos waren immer Männer dargestellt, die so zu James Bond wurden. Die haben dann das getrunken, dann kam ein Helikopter und dann haben sie eine Frau gerettet, so, und dann so mitgenommen. Und das passiert halt, wenn du Coke Zero trinkst, während bei Coke Light die Frauen im Office darauf warten, dass der sexy Typ die Fenster wieder putzt. Ja, ja. Ja, okay. Aber eigentlich eine Plörre trinken, die einfach zum Kotzen ist. Aber die Boys, die bekommen echten Geschmack ohne Zucker. So. Und das ist natürlich einfach abstrus, weil ich mir denke, ganz ehrlich, Leute, wenn jemand Bock hat auf eine Brause, die ungesund ist, dann sollten wir einfach alle mal einfach Coca-Cola trinken. Warum braucht man, also wie kann ein Getränk ein Geschlecht haben? Und das fängt natürlich auch an bei Rasierern. Männerrasierer sind blau und haben dann einen ergonomischen Superball. Und bei den Frauen ist derselbe Ball in pink, aber dann ist es dadurch, dass er super sanft gleitet, während bei den Männern das ist wie ein Auto eigentlich, was so mit voller Wucht über die Haare dingst. Und darüber habe ich einfach ein bisschen lustig gemacht. Es ist so krass, ne, zu sehen, wie krass, in welchen Strukturen wir nach wie vor immer noch leben, diesbezüglich mit Männer, Frauen, auch Besetzung. Ich meine, ich als Schauspielerin meistens, wenn jetzt ein Film gedreht wird, wo eine Frau eine Hauptrolle ist, also Frauen ab 50 haben, glaube ich, sowieso keine Chance, es sei denn, die sind gerade geschieden und sind sehnsüchtig nach einem anderen Mann. Jüngere Frauen haben meistens irgendeinen Mann, dem sie hinterher heulen oder den sie zurück wollen. Es gibt immer irgendeine emotionale Krise, irgendwas ist immer, irgendein Problem haben die Frauen. Und dann kann eine Geschichte erzählt werden. Ne? Männer können Helden sein, die ganze Welt retten und James Bond und wie du eben schon gesagt hast und so. Aber das ist tatsächlich, also das ist 2020 und ich höre von so vielen Menschen, die auch eigentlich so in unserem Alter sind und wie von dem man erwarten könnte, die haben auch so eine Wokeness, so dieses ganze Gender, das geht mir jetzt richtig auf den Sack, ich weiß gar nicht mehr. Und es ist auch kompliziert, ich weiß auch für mich selber.
Es ist tatsächlich auch kompliziert. Ich werde getestet, regelmäßig. Ich bin Schauspielerin, ich habe kein Corona. Hast du es dir gerade schon gesagt? Das war ja vorher. Ach, oder? Das war ja vorher, als ich das glaub, abgebrochen jetzt, wurde. Hast du es schon? Ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe einen Loop, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, was ist Realität und was war das davor? In welcher Zeit bin ich eigentlich gerade? Aber Entschuldigung, rede bitte weiter. Aber bevor du weiter redest, möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass du dir einfach gerade selber die Frage gestellt hast, die ich dir einfach stellen wollte, weil du Angst hattest, dass ich die Frage dir nicht stellen würde, aber ich hätte sie dir gestellt. Diese Genderfrage. Natürlich hätte ich nachdem ich was erzählt hätte. Ich habe doch nur ergänzt, was du sagst, weil mich das daran erinnert hat, dass ich jetzt von so vielen Leuten gehört habe, die sagen... Bei dir ist. Bitte? Erzähl doch mal, wie es bei dir ist. Ich wollte das nur sagen, weil ich immer wieder höre von Leuten mit dem Innen und Hier und Gendern und dies und das. Ist total kompliziert, ich verstehe gar nichts mehr. Jetzt stellen die sich aber auch alle an, was soll man jetzt machen und so. Also die Leute sind richtig überfordert, wo ich so denke, ja, es ist eine neue Zeit angebrochen. Es gab Zeiten, da haben Frauen dann plötzlich Hosen getragen und haben auch alle gesagt, das geht nicht, das ist total schlimm. Und da hat man sich auch irgendwann dran gewöhnt. Es ist jetzt, also ich sage immer, das Ding ist, es gibt diesen riesen Kuchen, den bis jetzt immer alte weiße Männer gegessen haben und jetzt kommen schwarze Frauen, Menschen mit Behinderung, queer, die ganze, weißt du, alle kommen jetzt und wollen auch ein Stück vom Kuchen. Alle gleichzeitig, jetzt passiert alles so schnell und gleichzeitig, dass die Menschheit und selbst Leute, bei denen man das Gefühl hat, die sind total vogue, auch völlig überfordert sind. Ja, was ja sehr, sehr spannend ist, denn die wenigsten Leute, die davon so überfordert sind, sind überfordert, wenn zum Beispiel Sexismus passiert. Denn das Problem ist ja zum Beispiel Sexismus oder Queerfeindlichkeit und nicht die Tatsache, dass man eine Sprache sich entwickelt, die Realitäten abbildet, die inklusiv ist, die versucht, alle mitzunehmen, denn alle haben das Recht, in Sprache vorzukommen. Deswegen, ich merke einfach, denn ich bin ja ein großer Fan des Innens, MacherInnen, SchauspielerInnen, was auch immer innen. Und das hat bei mir aber natürlich auch ein bisschen gedauert, denn als ich angefangen habe, Videos zu machen, habe ich immer die männliche und auch die weibliche Form benutzt, was aber natürlich nicht inklusiv genug ist, denn was ist mit den Menschen, die sich als non-binär zum Beispiel definieren oder Menschen, die eine ganz andere Geschlechteridentität für sich halt leben, die kommen dann dort gar nicht drin vor. Und es hat sich am Anfang bei mir auch ein bisschen komisch angefühlt. Und mittlerweile ist es aber, es ist einfach zu meiner Art und Weise zu sprechen geworden. Und ich merke, dass wenn ich zum Beispiel mit anderen Leuten moderiere, sobald wir proben, sagen die Leute dann immer meistens nur die männliche Version. Und dann merken sie aber während der Probe, dass ich das Innending mache und auf einmal innen die mit. So, ja. Und man merkt einfach, dass man es einfach machen muss. Und ich bin so fern davon, Leuten wie die zu sagen, oh, ihr müsst jetzt auch gendern, ansonsten ist es irgendwie doof. Ja, es ist auch doof, aber nein, ich mache es halt einfach und versuche das so sehr zur Normalität zu machen, dass es irgendwann normal wird. Ich meine, selbst bei manchen Tagesschau-Posts auf Instagram sieht man mittlerweile das Sternchen, wo ich mir denke... Let's go. Aber genau, es ist eben nicht doof, es ist jetzt die neue Normalität, wie gesagt, an die auch noch ich nicht ganz, aber wir an die auch ich mich gewöhnen muss und so, aber es ist absolut, finde ich, absolut notwendig, dass man sich jetzt einfach mal sagt, es gibt jetzt eine Inklusivität und da müssen jetzt alle mal durch, dass es jetzt ein Struggle ist, man muss sich umgewöhnen, wie gesagt, der Kuchen. Aber es ist jetzt einfach so, ja. So reißt euch mal zusammen. Genauso wie diese ganze MeToo-Geschichte. Ich weiß, die Konsequenz aus MeToo ist zum Beispiel, dass Männer dann zu mir sagen, ich würde dir jetzt gerne ein Kompliment machen, aber das darf man jetzt gar nicht mehr. Du kannst dir jetzt die Tür selber aufmachen, ihr seid ja jetzt Feministen, ne? Mach doch jetzt. Weißt du, das ist dann der Umkehrschluss, wo man so denkt, so Message not received. So hat er nicht gemeint. Aber nicht verstanden. Irgendwas habt ihr missverstanden. Ich glaube, es ist jetzt eine krasse Umstrukturierung in so vielen Bereichen, dass man überfordert ist, definitiv, alle. Aber ganz im Ernst, ganz real bleiben und wir müssen da jetzt einfach durch, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Selma, ich möchte jetzt natürlich auch ein bisschen was von deinem Werdegang erfahren. Ich meine, du bist Schauspielerin. Ich weiß ja auch, dass du aus dem Rheinland kommst. Ich bin eigentlich bin ich eine Kölsche Mädchen. Bist du wirklich in Köln? Kann ich so nicht sagen, weil bist du in ich komme eigentlich geboren? Ich bin in Ghana geboren.
Ach, das hätte ich nicht gewusst. Das ist ja interessant. Ich bin in Ghana geboren. Also wirklich? Aber seit meinem 4. Lebensjahr in Deutschland. Ich bin in Meckenheim bei Bonn in groß Meckenheim. Geworden. Meckenheim ist so eine ganz kleine Stadt bei Bonn. Mhm. Da bin ich groß geworden. Eine kleine Stadt bei Bonn. Als wäre Bonn quasi so Capital auf alles. War mal Capital. Bist du dir schon darüber im Klaren, dass Bonn mal Capital war? War mal schon mal so einiges, wo wir sehr froh drüber sein können, dass das mal gewesen ist. Bonn war die Hauptstadt. Ruhe jetzt da drüben. So, ja, Entschuldigung. Genau. Was soll ich sagen? Also ich glaube schon beim Rauskommen auf diese Welt im Kreißsaal habe ich direkt das Licht gesehen im Kreißsaal und das Erste, was ich gesagt habe, ist, ich bin ready und bitte. Ich war schon Schauspielerin, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Wie gesagt, Ghana geboren, seit meinem 4. Lebensjahr in Deutschland, Abi gemacht, nach dem Abi nach Köln gezogen, aber Köln-Bonn, das ist sowieso nicht so weit weg, nach Köln gezogen, habe in Köln die Schauspielschule angefangen, bin dann nach Berlin gezogen, habe die da fortgesetzt und bin seit 2007 in Berlin. Und meine Family ist aber noch da in Köln-Bonn. Es ist immer noch Heimat. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nach Köln komme und ins Taxi steige zum Beispiel, ist wirklich so, ist mir schon dreimal passiert, dreht der Taxifahrer sich um, das ist aber ein lecker Mädchen. Und dann denke ich, ach, schön. Und du so recht hat er. Dann denke ich mir, ist das schön hier. Also recht hat er. Ich bin wieder zu Hust, ich bin wieder in meiner Heimat zu Hust. Nämlich diese kölsche Frohnatur, von der man redet, die Leute ein bisschen lustiger drauf sind und so, das stimmt auch einfach. Wirklich, ist richtig cool. Und was ist dein Lieblingskölsch? Lieblings? Gölsch. Wie meinst du das? Ach so, weil du kein Bier trinkst? Wie Lieblingskölsch? Ach so, welche Marke? Ich bin nicht so ein... Nee, was denn jetzt? Also ich bin eher so, tatsächlich, wenn es ein Bier gibt, tatsächlich welches, wenn ich mal ein Bier trinke, dann ist es tatsächlich eher Kölsch, weil es ja so schmeckt wie so eine... Sag doch, was dein Lieblingskölsch aber ist. Aber auch eher Radler oder irgendwie sowas, weißt du, so... Also du hast keinen Lieblingskölsch? Nee, Bier, Weinchen. Echt? Also ich liebe Gaffel. Die haben so eine ganz große, ganz tolle Bierdose. Ich habe ja auch mal in Köln gewohnt, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und die haben so eine große Bierdose, was man eigentlich gar nicht machen darf bei Kölsch. Und alles, was ja über 0,2 geht, ist ja eigentlich schon gar kein Kölsch mehr. Das stimmt. Und 0,5 ist dann auf jeden Fall far away für die Hardcore-Kölsch-TrinkerInnen. Aber ich habe es sehr, sehr geliebt, weil diese Dose hatte so ein tolles Dunkelblau. Und oben war sie golden. Und du weißt natürlich, mit Gold, Thelma, kriegst du mich. Und es war aber auch geschmacklich, wirklich. Also ich finde, Gaffel ist ein tolles, tolles Bier. Gibt es was du, wo du jetzt in Berlin lebst, gibt es so Dinge, Kölsch ist es ja scheinbar nicht, aber gibt es Dinge, die du in Berlin vermisst, die du quasi in Köln hattest? Ich meine, das Ding ist, wenn ich in Köln bin, ist es natürlich, weil es so einfach so klein und kompakt ist, ne? Das ist dann schon gemütlich, wenn du weißt, irgendwie, mein Berlin ist egal, selbst in den Stadtteilen. Du weißt ja selber, man braucht immer eine halbe Stunde von A nach B, egal wo du hin willst, meistens. Und Köln ist halt so süß und gemütlich, das heißt, du kannst von einem Stadtteil in den anderen schlendern und so. Das finde ich natürlich, aber ehrlich gesagt, Berlin bietet tatsächlich alles, was ich, sage ich jetzt mal, ich liebe diese Stadt Berlin im Sommer, mit dem Fahrrad im Sommer durch Berlin fahren. Da wird gesungen, da wird gebufft, da wird gedanced. Was meinst du mit gebufft? Kiffen. Oh. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf im literarischen Salon. Doch, ja? Dürfen wir. Ja? Die haben gesagt, wir dürfen machen, was wir wollen. Das stimmt. Ich habe so richtige Endorphinausschüttungen, wenn ich durch die Stadt fahre und so, zum Beispiel im Berliner Sommer habe ich das Gefühl, das ist eine Stadt, I love it. Du, wie lange bist du in Berlin, wie viele Jahre jetzt? Ich bin ja schon mal nach dem Abitur nach Berlin gezogen und dann weggezogen und jetzt bin ich seit 2016 im Januar, also bald 5 Jahre. Oh Gott, Hilfe. Ich bin 20 übrigens, ich bin also mit 15 wieder nach Berlin gezogen. Black und Crack und so. Nachdem ich schon mal dort sehr lange Zeit gelebt habe. Ich bin so ein bisschen, also natürlich mag ich Berlin, denn Berlin hat eigentlich alles, was ich brauche an einer Stadt. Ich wohne in Kreuzköln, heißt es, also quasi die Schnittstelle zwischen Kreuzberg und Neukölln, was in meinen Augen in puncto Diversität, in puncto Queerness einfach
bester Ort ist in Deutschland, so. Aber ich merke, dass ich habe immer so ein Ding, so nach so ein paar Jahren habe ich das Gefühl, will ich immer weg. Weißt du, ich glaube, ich behandle die Städte, in denen ich lebe, wie meine Partner, die ich nicht habe. So, ich verliebe mich in Köln zum Beispiel. Als ich nach Köln gekommen bin von Wien, war ich so, OMG, ich liebe diese Stadt. So. Und nach 3 Jahren war ich so, wer bist du, Köln? Und vor allem, wer bin ich? Kenne mich nicht, brauche mich nicht, fort damit. So, genau. Also, und wer bin ich, dass ich dich mal geliebt habe? Schau dich an, schau mich an. Also, da ist doch gar kein Match vorhanden. Weißt du, du bist auf einmal wach und denkst so, wer ist der Typ? Der und so geht es jetzt mit Berlin schon? Naja, ich würde es nicht so drastisch sagen, aber auf jeden Fall haben wir Beziehungsprobleme. Ich und Berlin haben gerade Beziehungsprobleme, weil es ist auch die Zeit gerade, weißt du, es ist die Zeit gerade, in der wir leben. Ich bin auch natürlich durch Corona, ich habe das große Glück, immer noch viele Jobs im Netz machen zu dürfen, aber ich reise nicht mehr so viel, wie ich es davor gemacht habe. Und die Reisen haben mir immer sehr, sehr geholfen, wieder Berlin toll zu finden. Denn wenn ich da mal in Passau oder keine Ahnung wo war, habe ich gemerkt so, okay, Tarek, relax, dein Boy Berlin ist ziemlich heiß im Vergleich zu Passau, wo du wirklich nicht gerne wohnen möchtest. Und deswegen glaube ich, ist es auch wieder, wie so viele Dinge in meinem Leben, meckern auf sehr hohem Niveau. Denn Berlin gibt mir doch sehr, sehr viel und sehr, sehr viel, was ich brauche. Berlin ist so eine krasse Stadt. Ich weiß auch gar nicht, ich denke mir mal als Zugezogene, selbst Zugezogene, ich habe auch ein paar Freundinnen, die tatsächlich auch schon eine, die auch richtig Berlinerin ist und auch schon ein bisschen älter ist, die schon seit Jahren erlebt. Ich frage mich manchmal für die, die auch aus Prenzlauer Berg kommt, weißt du, die sagt irgendwie früher besetzte Häuser, besetzte Wohnungen und jetzt werden da Wohnungen vermietet, 45 Quadratmeter für 1500 Euro. Weißt du, ich glaube, das sind fast Schweizer, Münchner Preise, wo man denkt, für 45 Quadratmeter 1500 Euro. Das hat sich so viel getan. Alle ziehen dahin. Itze, itze. Ich war nie ein Techno-Girl. Never ever. Immer so Black Music, R&B, Dancehall, ditte. Und dann kam ich nach Berlin. I'm a Raverin. Rave on. Und dann war es natürlich das Erste. So, willst du mit dem Bar 25 bis mit? Ich so, auf gar keinen Fall. Und dann war ich aber tatsächlich das erste Mal auf diesen Techno-Partys. Ich so, wow, was sind das hier für Parallelwelten, von denen ich nichts wusste? Und warum lachen alle? Warum sind da alle so glücklich? Ich hab das nicht verstanden. Die haben auch gepufft, glaube ich. Oder wie hast du gesagt? Gebufft. Gebufft. Die haben, glaube ich, gebufft. Vor allem, genau, gebufft haben die. Gebufft und ein bisschen mehr. Was man halt so macht, wenn man dann in Berlin unterwegs ist. Sag mal, Selma, ich habe noch eine Frage zu deinem Werdegang. Und zwar, war es für dich schon immer klar, dass du Schauspielerin werden willst? Weil ganz ehrlich, ich glaube, viele junge Menschen wollen gerne SchauspielerInnen werden. So, vielleicht hatte ich auch mal Momente, in denen ich das auch gerne werden wollte. Aber natürlich so diese Idee von Glamour und Rollen und Brad Pitt und keine Ahnung was dazu führt. Oh Gott, jetzt habe ich mich geoutet, dass ich Brad Pitt gesagt habe. Jetzt wissen wir alle, dass ich doch keine 20 bin. Wow, was sagt man denn heutzutage? Wer ist denn da gerade so en vogue bei den jungen Leuten? Weiß ich nicht. Wie heißt denn der von diesem Disney-Channel mit den Haaren? Justin Bieber? Justin Bieber, genau. Justin Bieber. Also alle wollten sein wie Justin Bieber damals, aber der ist auch mittlerweile schon zu alt. Egal. Selma, wir gehören mittlerweile zum alten Eisen. I know. Ja? Ich bin zum Sammy Deluxe-Konzert gefahren und mit dem Uber-Fahrer und er hat mich abgesetzt an der Columbia-Halle. Er so, wer spielt denn heute? Ich so, Sammy Deluxe. Er so, wer? Ich wow. So, bitte? Ja. Ich sag ja immer, kannst du den nicht kennen. Ist mir aufgefallen, es gibt einfach Leute, die kennen das nicht. Voll, das ist halt einfach so. Ich sag immer, wenn du in einer Gruppe bist und du sagst, wenn wir wirklich Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß nicht machen. Und wenn die Leute nicht kapieren, dass es Tic-Tac-Toe war, dann weißt du, wow, du bist verdammt nochmal alt. Ah, die Pressekonferenz. Ja, du hast auch ein bisschen gebraucht gerade, ne? Ja, ich habe auch einen Moment gebraucht. Moment. I have to admit, aber nur, weil ich mich nicht so mit denen auseinandergesetzt habe. Also dieser Moment, das war so krass. Wenn wir Tarik, Freunde werden. Tarik. Ich will jetzt die Frage noch zu Ende stellen, denn eigentlich habe ich ja eine Frage gestellt, bevor wir jetzt so ein bisschen... Ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Ach so, genau, I swear to God, meine Mutter sagt auch mal, Thelma, ich war schon immer
yeah, und hab schon immer bei Fotoshootings und so, weißt du, wenn so bei Familienfotos und alle sollten sich einfach normal hinstellen, nicht mehr so, und alle so, Thelma, komm mal wieder runter, weil wir ein normales Foto machen. Und da habe ich mit 16 oder 17 in so einer Theatergruppe mitgespielt in Bonn, Bad Godesberg. Ich habe so einen Aushang gesehen, Workshop, Theater. Und da habe ich das erste Mal in so einem Workshop mitgemacht, so mit auf dem Boden kriechen, Tiere spielen und habe erst mal gecheckt, ich so, ist ja richtig Arbeit. Was wollen die denn von mir? Ich dachte, man sieht einfach nur gut aus. Und das war das erste Mal, dass ich in so einer Theatergruppe war und wir haben so ein eigenes Stück entwickelt. Und das war Hammer. Das war ein richtig wunderschönes Erlebnis. Und da habe ich nochmal gesehen oder mich bestätigt gefühlt im Sinne von That's the thing I want to do. That's the thing I want to do. Fragst du mich jetzt auch, ob es schon immer mein Traum war, Supermodel aka Moderator zu werden? Was denn? Wie bitte? War es denn immer dein Traum? Ach so. bei mir war es halt so, dass ich, das habe ich glaube ich noch nie so richtig öffentlich erzählt, außer vorhin, als der Livestream noch das erste Mal lief, aber ich erzähle es gerne noch einmal. Ich habe früher als Kind krass gestottert. Mhm. Also ich hatte so richtige, also ja, ich habe einfach krass gestottert, was ja heute, ich habe das manchmal auch noch ein bisschen, dass ich so ein bisschen mal kurz mal so hängen bleibe, ein bisschen am Rumnuscheln bin, aber eigentlich sehr, sehr far away davon bin, von dem, wie ich früher gesprochen habe. Und als ich ganz, ganz klein war, anders als bei dir, war es so, dass ich als Kind nicht gesprochen habe zu Beginn. Also von quasi auf die Welt kommen bis circa so zweieinhalb, fast drei Jahre habe ich einfach nicht gesprochen. Also spricht man da eh? Also naja, also Kinder sprechen halt. Also meinst du so gebrabbelt, du hast gar nichts gesagt? Ich habe aber nichts gesagt. Okay, wow. Also sagt meine Mutter hatte sehr, sehr große Sorgen, dass irgendetwas mit mir nicht stimmen könnte. Bei mir war es glaube ich so, dass ich habe einfach gedacht so, anders als bei dir so, ne, spot on, hier bin ich, weil ich halt so, ernsthaft? Recklinghausen, Ruhrgebiet, das ist der Ort, wo ich jetzt leben soll. Hallo, New York, San Francisco, ich bitte euch Leute, London, Paris, da gehöre ich hin, aber doch nicht ins Ruhrgebiet, in dieses schammelige Krankenhaus. Ja? Und irgendwie hatte ich hatte scheinbar keinen Bock auf die Welt. Ich war halt so ganz ehrlich, Leute, macht ihr euer Ding, ich bin raus. Denn ich habe mir das anders vorgestellt, da unten, was da im Bauch. Ich war so, also das hat sich irgendwie anders angehört. Und irgendwie habe ich dann erst gar nicht gesprochen. Und als ich dann sprechen konnte, habe ich einfach krass gestottert. Und dann hatte ich eine Logopädin, die mir dann halt in so, so Sprachtrainings das Stottern quasi abtrainiert hat. Und ich erinnere mich daran, denn ich war ein Kind, also ich mag auch heute noch sehr, sehr gerne Süßigkeiten, aber als Kind noch mehr. Und da gab es immer diese Schnüre. Kennst du noch diese Schnüre, weißt du, die man so bekommen hat? Im Bütchen. Bütchen, wir verstehen uns. Kiosk für die anderen Menschen. Und dann musste ich das immer so mit der Zunge so aufdrehen, um so eine Kontrolle über die Zunge zu bekommen. Was dazu geführt hat, Gott sei Dank habe ich gestottert, denn ich bin der weltbeste Küsser, Thelma Boabeng, auf der ganzen Welt. I believe ich you. Bitte dich. So. Oh, Leute, ich erzähle euch jetzt mal, um mal eine Überleitung zu machen von unserer Fahrt hierhin. Wir saßen in der ersten Klasse im Zug und die Bistro-Tante im Zug ist an uns vorbeigegangen, an uns beiden. Wir saßen ja gar nicht, es waren ja gar nicht so viele, nur wir beide in der ersten Klasse und noch ein anderer weißer Mann. Und sie geht an uns vorbei und guckt zu uns rüber und geht zu diesem weißen Mann und fragt den, ob er was trinken will, aber nicht uns. Da habe ich schon gedacht so, und es war wieder so typisch, ich habe gedacht so, Thelma, stellst du dich an? Und da habe ich doch noch zu dir gesagt, ich so, warum fragt ihr uns nicht, ob wir was trinken wollen oder nicht? Ich so, okay, beruhige dich, ganz ruhig, Thelma, wir fahren jetzt in den literarischen Salon, alles ist gut. Ein zweites Mal ist sie an uns vorbeigegangen und sie hatte dem Mann vor uns schon ein Bier serviert und das war leer. Und sie geht wieder an uns vorbei, geht zu diesem Typen und fragt ihn, ob er noch ein Bier haben will. Und dann ist in der Zeit ist Tarek auch an die Bar gegangen und dann bin ich hinterher und habe sie gefragt, ob sie ein Problem mit uns hätte, warum dieser andere Mann gefragt wird, ob er was zu trinken bekommt und wir nicht. Und genau, also ich muss sagen, das ist auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, wir haben keinen Bock über Rassismus zu reden heute Abend, weil auch jetzt wieder unser Alltag ist so bestimmt davon.
und auch auf dem Weg selbst, auf dem Weg hierhin schon wieder sowas passiert ist, wo man denkt so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Also ich hätte mir natürlich meinen Mund halten sollen, ich werde auch nichts machen. Ich war vorhin so wütend, habe gedacht, Deutsche Bahn, ich schreibe dir eine E-Mail und whatever. Ich werde jetzt meine Energie und Zeit nicht dafür aufbringen, mich über diese komische Frau zu beschweren. Ja. Aber das war sozusagen der Grund für die, die jetzt alle irritiert sind und sagen, hier Black Lives Matter und die wollten noch über Rassismus reden, was ist hier eigentlich los? Also wir haben uns was dabei gedacht. Wir haben uns nämlich gedacht, und ich meine, Thelma, es ist süß, dass du diesen Moment auch mit reinnimmst, aber es war ja nicht nur dieser Moment. Nee. Denn wir haben uns gedacht, wie crazy wäre es eigentlich, wenn zwei schwarze Menschen in Deutschland mal nicht über Rassismus sprechen. Und Entschuldigung. Darf ich mal kurz? Ja, bitte. Thelma Boabank? Ja, bitte. Ich habe dich gerade auch gelassen. So. Und, denn es war meine Idee. Und Wow-wee! It's not true, by the way. I'm lying. Und ich meine, wie crazy wäre es, wenn wir uns selber mal genau die Fragen stellen, die wir uns wünschen würden, dass uns Leute stellen, nämlich Fragen über unsere Arbeit, Fragen über uns als Menschen, all die Fragen, die unsere weißen KollegInnen permanent in Interviews gestellt bekommen, die wollten wir uns einfach mal selber stellen. Denn scheinbar ist das deutsche Mediensystem nicht bereit dazu, uns als Schwarze oder auch POC-Menschen als das anzusehen, was wir sind. Nämlich KünstlerInnen, die ja, die Kunst machen, die publizieren, die einen krassen Beitrag leisten, wie krass viele andere Menschen in anderen Bereichen, die POC und schwarz sind. Und das wollten wir mal so ein bisschen dekonstruieren. Genauso wie du es gesagt hast, wir haben gesagt, wir wollen heute mal ein Interview machen, wie wir es gerne hätten. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Interview gegeben, wo es nur um mich als Künstlerin geht, dass sie mich eingeladen haben, gesagt, du hast jetzt gerade einen neuen Film rausgebracht, erzähl doch mal über den Film, sondern es war immer so, Diversity. Sagen Sie doch mal was zum Thema Rassismus. Was haben Sie ja für Erfahrungen? Und es ist auch meistens so, dass die ja nicht wollen, dass man über irgendwelche anderen Erfolgsgeschichten erzählt, sondern immer eher, erzähl doch mal, was ist Ihnen denn alles schon so Schlimmes passiert? Also es wird unabhängig von allem auch noch von uns verlangt, als Betroffene immer wieder diese rassistischen Erfahrungen auch noch zu reproduzieren. Und ich bin jetzt eine taffe Frau, ich bin stark, ich habe kein Problem damit und ich komme durchs Leben und klar belastet mich das auch. Und wie gesagt, ich habe mich vorhin auch im Zug total geärgert über diese Frau. Aber letztendlich ist es mal wieder eine Reproduktion von erlebten Dingen, von Dingen, die man eigentlich wegschieben, vergessen will. Und ich habe auch eben zu dir im Zug gesagt, auch als wir das erste Mal, bevor ich zu dieser Frau gegangen bin, gedacht, krass, wie krass es ist, dass man sich so ein Fell schon, dass man so ein dickes Fell hat mittlerweile. Weil man, wenn ich mich jedes Mal darüber aufregen würde, wenn mir komische Fragen gestellt werden, mittlerweile übrigens auch von Freunden, da haben wir eben auch drüber gesprochen, durch dieses ganze Black Lives Matter Community Ding, ist auch okay, dass jetzt Leute sich mit Dingen auseinandersetzen und man mir Fragen stellt und so weiter. Aber ich bin kein Rassismuskatalog. Ich kann mich nicht ständig mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich will auch nicht immer diese Themen reproduzieren. Ich bin kein Opfer. Ich möchte auch einfach mal sein und mich nicht mal damit auseinandersetzen. Schreiben mir mittlerweile Leute auf Instagram, ich hätte mal eine Frage, und ich kriege mittlerweile auch einfach ein paar mehr Anfragen und dann reagiere ich nicht. Ja, jetzt gebe ich mir ja schon Mühe und jetzt kommt nichts, wo ich so denke, schreib mal bitte. Das ist meine nicht Aufgabe. Unsere Aufgabe. So. Und natürlich ist es super wichtig, dass schwarze Menschen, dass POC-Menschen im öffentlichen Diskurs über Rassismus sprechen. Denn natürlich wollen wir keine Maischberger-Talk-Momente, in denen über Black Lives Matter gesprochen wird und über Polizeigewalt in den USA. Und da sitzt erstmal keine Person, die selber wirklich aus einer betroffenen, empowernden Perspektive darüber sprechen kann. Deswegen ist es super wichtig auch, dass auch wir beide auch jetzt in diesem Moment quasi das Feld aufmachen und natürlich auch über das Thema Rassismus sprechen, denn du kannst als Person, die schwarz ist, die POC ist, die von Rassismus betroffen ist, du kannst das Thema nicht ausblenden, so gern du es willst. Und ich sage mittlerweile, das ist so einer meiner Claims geworden, in diesem deutschen Mediensystem, in dieser deutschen Gesellschaft ist Existieren schon politisch.
Das heißt, sobald ich ein Mikrofon, wie auch dieses jetzt gerade, in der Hand habe, ist es ein politisches Statement. Ich muss nicht noch erzählen, dass es Rassismus gibt, denn what the fuck, wer 2020 sich immer noch fragt, wo dieser Rassismus ist, bekommt von mir einfach keine Aufmerksamkeit mehr. Ja, Tarek, aber das Problem ist tatsächlich, glaube ich, was genau, ja, genau so sehe ich das auch. Also ich will dir gar nicht widersprechen, sondern genau das. Aber ich habe das Gefühl, diese ganze Wokeness, also diese ganze Bewegung, ich bin auch total happy um das, was alles passiert. Also ich habe jetzt so viele Jobs, also leider muss man sagen, durch den Tod von George Floyd haben viele Schwarze jetzt viel zu tun. Es musste, literally, musste jemand sterben. Also nicht, dass er der Erste ist, gewesen ist, der gestorben ist. Das ist der Erste, den wir sozusagen auf so eine brutale Art und Weise live sehen konnten. Ich habe mir das Video übrigens nie angeguckt. Live beobachten konnten, wie er ermordet wurde vor laufender Kamera. Und das führt dazu, dass ständig unsere Telefone klingeln und wir ständig jetzt so Podcasts, Interviews, Likes, mehr Follower kriegen und so. Also wo man denkt, okay, I feel you, ist okay, ist auch okay. Und ich, das habe ich eben auch noch im Zug gesagt. Tut mir auch leid für die weißen Menschen da draußen, weil ihr könnt gerade nichts richtig machen. Egal wie ihr es macht, ich muss euch auch ein bisschen in Schutz nehmen. Egal wie ihr es macht gerade, ihr macht es falsch. Weil ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass man natürlich jetzt sagt, man will das und auch jetzt ist es total interessant und jetzt können wir Thelma Burbank einladen, jetzt können wir Tarek Tesfu einladen, jetzt ist die Zeit, die zu einem Interview, ich werde ständig besetzt jetzt kommen ständig Anrufe, ich muss ständig Sachen absagen. Einpacken. Und das war jahrelang bei mir nicht so. Ich habe im deutschen Fernsehen, meine ersten Rollen waren Putzfrauen, Sklaven, Prostituierte, Dienstmädchen. Das heißt, obwohl ich in Deutschland aufgewachsen bin, als Deutsche, sich als Kölsch fühlende Frau, hat die deutsche Filmlandschaft mich aber nur gesehen als diese Figur. Wo ich gedacht habe, ich war richtig entsetzt am Anfang, habe ich gedacht so, okay, so sehen die mich, beziehungsweise so wollen die mich im deutschen Fernsehen repräsentieren. Das ist das Abbild, das die haben von schwarzen Leuten, dass sie gebrochenes oder gar kein Deutsch sprechen, putzen, Prostituierte sind oder Sklaven sind. Das ist das Einzige, was ich hier spielen darf. Und ich weiß, dass damals auch Kollegen von mir gesagt haben, schwarze Kollegen gesagt haben, ich gehe nicht zu dem Casting, ich mache das nicht. Und ich hatte absolut Verständnis dafür. Aber to be honest, wenn ich diese Rolle nicht gespielt hätte, dann hätte ich nichts zu tun. To be honest, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Weil ich habe immer gedacht, okay, dann mache ich die beste Putzfrau, die sie jemals gesehen hat, die beste Sklavin. Und dann ergeben sich neue Sachen. Aber das kann es ja letztendlich auch nicht sein. Dass man sozusagen also erstmal durch die Hölle gehen muss, bevor die Leute und in dem Fall jetzt auch Black Lives Matter passieren muss, Menschen sterben müssen, bevor die Branche jetzt auf einmal sagt, es gibt schwarze Menschen, lass sie besetzen. Ich weiß sogar von einem Fall, wo in einem Film jetzt vor kurzem ein arabisches Mädchen besetzt worden ist, dann haben die Redakteure gesagt, nee, jetzt ist Black Lives Matter, umbesetzen. Dann haben die rausgeschmissen aus der Produktion und haben eine Schwarze besetzt, wo man so denkt, Leute, Security, was ist hier los? Message noch not received, schon wieder. Also darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt nicht darum, uns zu benutzen und uns ständig einzuladen und mit uns ständig über unsere Rassismuserfahrung zu reden und uns hier sozusagen fortzuführen, sondern es geht einfach darum, glaube ich, einfach mal zu erkennen, dass wir Teil der Gesellschaft sind und dass wir Teil einer Normalität sind und es ist schön wäre, dass wir nach all den Jahren, in denen wir hier schon leben, auch so akzeptiert werden. Ja, und dass wir AkteurInnen sind. So, also weißt du, dass wir aktive, partizipierende Menschen dieser Gesellschaft sind, schon immer gewesen. Das hat sich nie geändert. Das war schon immer so. Nur wurde permanent schwarze Geschichte, POC-Geschichte, auch eine weibliche Geschichte oder Transgeschichten wurden einfach permanent unsichtbar gemacht vom Mainstream und vom Mainstream, der, wo die Macht hatten, halt vornehmlich weiße, heterosexuelle Cis-Männer waren. Das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass sich die Welt gar nicht so krass verändert hat, denn die Lebensrealitäten waren ja schon immer da. Weißt du, es ist ja nicht so, plopp, auf einmal existieren schwarze Menschen, plopp, auf einmal existieren Frauen, die keinen Bock darauf haben, in der Ehe vergewaltigt zu werden. Auf einmal, plopp, entstehen Menschen, die transgeschlechtlich sind und ein verdammtes Recht darauf haben, nicht als krank definiert zu werden von einem deutschen Gesundheitssystem, was immer noch der Fall ist, bis heute, 2020.
Und deswegen, also ich verstehe deinen Punkt, wenn du sagst, voll viele sind gerade ein bisschen, ne, wie mache ich es richtig, eigentlich kannst du nicht so richtig, doch, ich finde schon. Ich finde, du kannst ganz, ganz viel gerade richtig machen, denn all das, worüber wir gerade im öffentlichen Diskurs so minimal sprechen, ist nichts, was neu auf die Agenda gekommen ist. Und ich finde, bei dieser ganzen Rassismus-, Sexismus-, Queerfeindlichkeit-Debatte, wenn Leute sich halt fragen, okay, was kann ich tun, ist halt meine Antwort, hör auf, diskriminierend zu sein. Und wenn du diskriminierend bist, dann sei verdammt nochmal in der Lage, dich dafür zu entschuldigen und nicht zu sagen, oh, habe ich ja gar nicht so gemeint, denn ich habe ja auch mal einen türkischen Schulfreund gehabt. Oder, oh, ich finde ja Afrika ein ganz tolles Land. So, wow. Weißt du, gib doch einfach zu, dass du dich in dem Moment disrespectful einer anderen Person gegenüber verhalten hast. Und das Ding ist ja, Thelma, ganz ehrlich, ich bin ja auch problematisch in diesem System. Denn ich habe auch gelernt, durch Medien, durch Schule, durch Erziehung, durch die Gesellschaft, dass schwarze Menschen, nicht weiße Menschen im Allgemeinen ein Problem sein können, eine Gefahr sind. Das heißt, auch ich verhalte mich oder habe rassistische Denkmuster in mir. Ich kann mich davon überhaupt nicht befreien. Aber wovon ich mich befreien kann und was relativ einfach ist, ist die Tatsache, dass ich meinem Gegenüber nicht die Schuld dafür gebe, dass ich mich gerade fehlerhaft verhalte. Das heißt, Gedanken sind das eine, denn die haben wir alle. Wir alle denken rassistisch, wir alle denken sexistisch, wir alle denken transfeindlich. Aber mache ich aus diesem Gedanken eine Handlung? Ab da wird es problematisch. Ja, und bin ich, Tarik, ich bin reflektiert. Ich will dir gar nicht widersprechen und ich bin absolut bei dir, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass all das, was du gerade den Leuten, ich sage jetzt mal, abverlangst, und dass das sozusagen in unserem Circle... Ich verlange es mir ja auch selber ab, ne? Also ich sag, ja, allen. Absolut, ich sage ja nur, aber ich glaube, ganz im Ernst, was meine Erfahrung ist, die sind gar nicht so weit. Ich bin am Schauspielhaus Zürich. Das ist ein Haus, das total divers ist. Also das ganze Ensemble, also angefangen von RegisseurInnen, wir haben Trans-RegisseurInnen, wir haben POC-Schauspieler, also BPOC-Schauspieler. Es ist wirklich ein buntes Ensemble. Die Idee von dem Theater, die ganze Struktur ist sozusagen, dass man sich jetzt öffnet, dass man sich jetzt öffnet und sozusagen, ne, so die Realität widerspiegelt, die wir beide leben. Und trotzdem sitze ich da mit Kolleginnen, mit denen ich über das N-Wort rede. Das heißt, du und ich, wir sind schon viel weiter. Wir sind in dem Diskurs schon weiter. Aber ich begegne immer wieder Leuten, mit denen ich bei A anfange, total, die noch nicht mal in der Lage sind zu verstehen. Mit denen muss ich mich hinsetzen und sagen, ich möchte nicht, dass du das N-Wort benutzt. Warum nicht? Habe ich aber immer gesagt und ist überhaupt nicht so gemeint. Und erklär mir das nochmal. Ich will damit einfach nur sagen, dass das, was man jetzt von den Leuten verlangt, sozusagen, ich stelle fest, dass die meisten noch nicht mal in der Lage sind und deswegen auch immer diese Abwehrhaltung. Das heißt, wenn du sagst, Leute, das ist total rassistisch und das geht nicht und so weiter. Nee, es war überhaupt nicht so gemeint. Und wie meinst du das jetzt? Also ich empfinde das aber nicht. Ich empfinde das aber nicht als rassistisch, wo man immer wieder sagen muss, es geht nicht darum, wie du es empfindest, weil du bist überhaupt nicht betroffen. Es geht gar nicht. Hör einfach mal zu. Aber da fängt es schon an. Und ich glaube, ich mache noch einen Satz und dann bitte, bin ich durch. Und ich glaube, das hat nämlich genau damit zu tun, was du gesagt hast. Das ist, wir leben in einem Land, das strukturellen Rassismus in sich hat. Die ganze immer, Welt. Die ganze Welt. Die ganze Welt. Oder jetzt auch einfach Deutschland jetzt, oder die ganze Welt, definitiv. Aber ich glaube, wir sind ja hier in einem Land, dass sich das noch nicht mal eingesteht. Das ist der erste Schritt. Es ist ja noch nicht mal so, dass sie sich das eingestehen. Kinderbücher sind rassistisch, Schulbücher sind rassistisch, wenn wir schon so erzogen werden, mit dem N-Wort in irgendeinem Kinderbuch und dann Leute zu mir sagen, so, nee, ich erkläre das meinem Kind aber. Und mir passiert das regelmäßig, dass Kinder im Supermarkt mit dem Finger auf mich zeigen, guck mal, da ist eine N. Und dann sagt die Mutter, nee, das darfst du nicht sagen. Wo ich so denke, das hast du deinem Kind doch eben noch vorgelesen im Kinderbett. Ja. Ja. Und jetzt darfst du es nicht sagen, oder was? Das ist, glaube ich, das Problem. Das heißt, ich will damit sagen, ich verstehe, was du sagst, aber ich bin ein bisschen hoffnungsloser als du, glaube ich, weil ich habe das Gefühl, die sind einfach nicht so weit. Weil dieses Bewusstsein darüber, dass wir nämlich in einem rassistischen System sind, das ist noch gar nicht angekommen. Voll, aber, don't even know. Aber ich glaube, wir sind beide hoffnungslos, denn ich bin auch nicht hoffnungsvoll. Natürlich würde ich mir das wünschen, aber ich bin in dem Sinne auch
manchmal sehr hoffnungslos, weil ich mir nämlich denke, natürlich wissen sie es noch nicht, aber es ist Bullshit. Sie wissen es. Man weiß, also seit es das N-Wort gibt, wurde es als, es gibt ja nicht das Wort, wow, schau mal, was für ein toller, glamouroser N. Habe ich noch nie gehört. Das N-Wort und alle Beleidigungen wurden immer als genau das benutzt, was sie sind, nämlich als Degradierungen. Das heißt, Leute, die heute suggerieren, darf ich, die heute suggerieren und so tun, als wüssten sie nicht, dass das N-Wort problematisch, diskriminierend und einfach ein absolutes No-Go ist, verschließen ihre Augen vor der Realität. Und warum ist es so, Thelma? Warum ist es so? Weil Betroffene nicht ernst genommen werden. Es wird nicht ernst genommen, wenn 100 schwarze Menschen einer weißen Person sagen, das N-Wort ist nicht okay. Denn diese Meinung scheint in dem Moment keinen Wert zu haben. Was aber scheinbar bei der weißen Person den Wert hat, ist das eigene Pseudobild über sich selber, nämlich nicht rassistisch sein zu können. So nach dem Motto, wie kann ich es denn sein? Denn ich wähle doch zum Beispiel die Grünen. Oder ich esse doch gern Döner. So, genau, ich mag doch auch ein bisschen hier Zuckzuck, Zuckzuck, so. Bratwurst mal anders, Bratwurst pikant, so, weißt du? Und diese, oh, du musst aufpassen, wegen Abstand. Wir hätten auch dabei noch weiter reden können, aber das kann ich nicht. Ich kann viele Dinge, liebe Leute, Multitasking gehört auf jeden Fall nicht dazu. Aber was ich sagen wollte ist das Problem, dass es war schon immer falsch, es zu sagen, und ich akzeptiere diese Ausrede einfach nicht mehr. Und das Problem ist ja auch, woher kommt diese Ausrede? Um diesen Punkt dann kurz auch zu beenden, für mich zumindest, ist, dass viele Menschen, die von Rassismus nicht betroffen sind, ein komplett falsches Gefühl davon haben, was Rassismus bedeutet. Denn für viele Menschen heißt Rassismus, nämlich die AfD zu wählen, als Neonazi durch Chemnitz zu rennen und Leute zu verfolgen oder im schlimmsten Fall wie der Wichser in Halle und in Hanau Menschen umzubringen, die in seinen Augen nicht in ein deutsches Weltbild passen, obwohl sie Deutsche sind. So. Und dadurch passiert so eine, man grenzt sich selbst davon so ganz, 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 ganz weit ab, weil man weiß, das würde ich niemals tun. Und deswegen kann zum Beispiel das N-Wort oder mal ein Witz über Ausländer oder über geflüchtete Menschen gar nicht so schlimm sein. Denn alles, was halt schlimm ist, sind ja eigentlich die Neonazis und die AfD. Und diese Menschen vergessen aber, dass unser ganzes... Also wenn dem so ist, wie du sagst, was ich auch glaube, ich glaube auch, dass es Leute gibt, die das wissen und sagen, trotzdem ist mir egal, ist Tradition, ich habe das schon immer gesagt, ich meine das nicht so, ist mir egal. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die wirklich ernst gemeint, ich bin zu meiner Afro-Friseurin in Köln gegangen, gehe die Treppe runter, es kommt mir so eine alte Oma entgegen, die so, oh, ich habe noch nie so eine schöne N gesehen mit so schönen Locken. You know? Genau, warum denkt diese Frau, dass es okay ist, das N-Wort zu sagen, weil, darf ich kurz, diese Frau keine Bezugspunkte zu schwarzen Menschen hat. Allein das ist aber schon ein Problem. Wenn ich merke, zum Beispiel bei meiner Arbeit, in meinem Freundinnenkreis, sind alle Menschen weiß, dann, und alle Menschen eventuell sofern auch heterosexuell, dann ist es meine Aufgabe, als Bürgerin in einem demokratischen System mir Gedanken darüber zu machen. Das ist anstrengend, das ist nicht einfach, das kriegst du auch nicht von heute auf morgen, aber du kannst dich nicht davon entschuldigen, dass nur weil sich noch niemand beschwert hat, du dein Verhalten nicht reflektierst. Anderer Meinung. Was wir, glaube ich, von Anfang an klären müssen, ich bin absolut auf deiner Seite. I'm with you, absolut. Ich merke es gerade nicht mehr. Ne? Ich bin kurz davor rauszugehen und zu sagen, wenn wir wirklich Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß nicht labern. Aber das Ding ist, dass ich weiß auch von Leuten, die tatsächlich auch mit mir befreundet sind, jetzt schon seit Jahren, die zum Beispiel, keine Ahnung, in München gelebt haben und so, die so, Thelma, to be honest,
bevor ich dich kannte, hatte ich mit schwarzen Menschen überhaupt nichts zu tun. Ich hatte mit schwarzen Menschen nichts zu tun. Die waren nicht in meinem Dunstkreis. Ich fand das interessant oder kannte ein paar oder hab mal über irgendwen. Ich will damit einfach nur sagen, dass viele Menschen, die nämlich nicht in unserer, und deswegen, ich wiederhole nochmal, ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe, Bubble, die sich in unserer Bubble befinden, wir in unserer Bubble mit unseren Begrifflichkeiten, mit unserem Wissen, mit unseren Communities, mit unserem Engagement und allem. Also das sind so Sachen, die so selbstverständlich sind. Wie gesagt, immer shocking moments, wenn ich dann mit Kollegen am Theater rede und mit denen über das N-Wort rede und ich denke, Alter, ist das dein Ernst? Da muss ich anfangen jetzt. Und ich glaube aber einfach, dass viele Leute, die von denen du jetzt sprichst, wer setzt sich denn zu Hause hin, der ein normales, intaktes Leben hat, seinen normalen 9-to-5-Job hat, Frau, Kind, Familie, was auch immer macht, und dann hat Hetero-Freunde, keine schwarzen Freunde und keine ausländischen Freunde. Meinst du, die setzen sich zu Hause hin und sagen, ich kenne mich jetzt nicht mit POCs aus und ich kenne mich jetzt nicht mit Homosexualität aus, ich will mich jetzt damit auseinandersetzen. They don't. Aber they have to, because das ist unsere verdammte Aufgabe in einer verdammten Demokratie. Wir müssen als BürgerInnen dafür sorgen, dass besonders die Menschen, die als, ich hasse diesen Begriff, als vermeintliche Minderheiten konstruiert werden, dass die in jedem Moment dieselben, zumindest auf dem Papier, wir haben es noch nicht mal geschafft, dass es auf dem Papier so ist, aber das müssen wir schaffen, dass Menschen zum Beispiel, die trans, ich bin nicht trans, aber einer meiner größten Träume für eine Zukunft ist, dass Menschen, die transgeschlechtlich sind, nicht pathologisiert werden, also quasi, dass sie erstmal zu ÄrztInnen müssen, um sich eine Bescheinigung holen zu dürfen, über Jahre hinweg, bevor sie überhaupt eine geschlechtsangleichende Operation machen dürfen. Das darf nicht sein, weißt du? Und wir müssen uns davon lösen, dass nur weil wir selber betroffen sind, wir auch Energie aufwenden, um Missstände zu Schatz, verändern. Es geht gar nicht darum, dass ich sage, ich bin absolut mit jeder Chor, ich kann alles, was mache ich da die ganze Zeit? Ich bin mit allem, was du sagst, absolut einverstanden. Ich finde, ich sage nur, mein Realitätscheck, das, was ich sehe, mein Realitätscheck ist der, dass das, was du gerade dir wünschst oder das, was wir uns wünschen, nicht existiert. Warum? Und das hat wieder Let Me Talk, und das hat wieder was mit unserer Gesellschaft zu tun und strukturellen. Ich glaube, was wir ändern können, ich bin zum Beispiel jetzt fester Cast in Löwenzahn. Das ist zum Beispiel so, weißt du, also ich glaube, es werden jetzt Kinder aufwachsen, die werden sehen. Oh, die sind dicht. Es gibt eine schwarze Frau, die spielt Mega. Eine Journalistin bei Löwenzahn. Es werden Kinder aufwachsen mit mir sozusagen. Ich glaube, jetzt langsam. Es geht um strukturellen Rassismus. Es geht darum, dass Kinderbücher, wir müssen von unten anfangen. Ich glaube, was ich dir damit einfach sagen will, wir machen jetzt schon ganz viel und es gibt jetzt eine breit gefächerte Wokeness, aber Ende vom Lied wird sein, dass du und ich, wir werden das nicht mehr mitbekommen. It's not going to happen, während wir hier auf der Welt sind, das ist plötzlich alles so Kumbaya und die Leute werden es nicht checken, weil es sie nicht betrifft und es ist ein Wunsch, den wir haben, den ich absolut nachvollziehen kann und ich auch wirklich nur unterschreiben kann, aber die es nicht betrifft, die werden sich nicht zu Hause hinsetzen und plötzlich über Dinge reden, die ihr Leben nicht beeinflussen und sich, weil wir in einer Demokratie leben, plötzlich mit Dingen auseinandersetzen, die sie vielleicht nicht betreffen, die aber die wichtig sind. Kumbaya, daran glaube ich eh nicht. Und ich bin wirklich auch gedanklich bei dir. Und es ist auch gar nicht so, dass ich das große Ziel jetzt habe, dass ich daran glaube, dass ich durch vielleicht meine Arbeit bei Leuten, die einfach noch nicht so aware sind, große Veränderungen erzeugen kann. Was auf jeden Fall aber ich schon oder was wir beide eh permanent machen, und ich finde, vielleicht schließen wir damit ein bisschen auch unser kleines Tête-à-Tête zu Ende, denn also als allererstes find ich es krass spannend, dass ich glaube, es interessant ist, dass zwei schwarze Menschen in puncto Antirassismus sehr viel in Common haben, aber die Strategien sich trotzdem auch unterscheiden können. Ich glaube, das haben viele Menschen gar nicht auf dem Zettel. So, ja, wir sind kein homogener Brei. Surprise, surprise. Und deswegen nochmal zu Punkt 1, 2, nämlich das, was wir schaffen können, und das tun wir eh, ist, dass wir in unserer privilegierten Medienwelt und in der Sichtbarkeit, die wir uns erarbeitet haben,
wir können es schon schaffen, anderen Schwarzen, anderen POCs, anderen Queers zu sagen, ganz ehrlich, wenn du die Torte haben willst, die für alle da ist, dann schnapp sie dir. Und wenn du Support von uns brauchst, dann reichen wir dir Teller und Gabel und ein großes Messer und dann essen wir die Torte gemeinsam auf. Ich finde es so witzig, was du gerade gesagt hast, weil ich habe im Zuge dieser ganzen Black Lives Matter Geschichte, habe ich die, so eine, weißt du ja, sage ich euch jetzt, eine Gruppe gegründet. Also ich hatte das Bedürfnis nach Sisterhood, nach Leuten, habe eine Gruppe gegründet auf WhatsApp mit so ein paar Mädels. Eigentlich wollten wir nur essen gehen, um die Geschichte kurz zu machen. Wir sind mittlerweile 250 schwarze Frauen in dieser Gruppe, die sich treffen, empowern und Jobs austauschen und dies und das. Und das Witzige ist, wenn ich das weißen Freundinnen erzählen oder weißen Menschen erzählen, die so, ach, das ist so toll, dass ihr jetzt so eine Gruppe habt und so, weil ihr habt ja alle dieselben Probleme. Nicht so, nee, haben wir nicht. Also das ist nämlich genau das, was ich meine, ne? Dass man immer das Gefühl hat, nur weil wir alle schwarz sind, sind wir alle gleich. Es ist nicht so, wir haben nicht alle dieselben Probleme, wir haben nicht alle dieselben Bedürfnisse, wir haben nicht alle dieselben Ängste, sondern ganz im Gegenteil, es kommen so viele verschiedene Emotionen aufeinander. Wir haben von Light Skin bis Dark Skin, wir haben alles in dieser Gruppe. Es gibt sogar ein paar Mädels, wo ich so kurz dachte, so, bist du wirklich schwarz? Weißt du, so. Also es ist alles dabei, es gibt so viele Shades und Colors und Probleme und einige haben krasse Rassismuserfahrungen gemacht, andere sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Rassismus erfahren. Es gibt alles. Das ist, also auch in unserer, genauso wie du es gesagt hast, in unserer Community sind so viele verschiedene Perspektiven und es geht jetzt, glaube ich, auch darum, dass wir in unserer Community, und das finde ich wunderschön, ich finde, das passiert, wir rücken näher zusammen, habe ich das Gefühl. Voll. Trotz, ich meine, wir beide sowieso. Ja. Wir beide, aber grundsätzlich in der Community, man rückt zwei Meter zusammen. Ne? Tun uns ja schon fast weh. Normalerweise sitze ich nur noch auf deinem Schoß. Ja. Ja? So, und denke mir so, meine Güte, ist das toll. Aber was ich schon mal sagen kann, ist abschließend, was uns auf jeden Fall eint, ist, dass wir alle wunderschön sind. Das ist und wahr. Auch als das wahrgenommen werden Black sollten. Black is beautiful, ja. Black is beautiful. Und deswegen würde ich sagen, ich meine, was gibt es Besseres als ein Schlusswort? Zu sagen, Black is beautiful, Black is powerful, Black is empowerment. Black Lives Matter. Black Lives Matter und du empowerst mich sowieso. Deswegen, Thelma Boabank, vielen, vielen Dank für diesen krass besonderen Talk. Ich habe sowas noch nie in dieser Form gemacht und ich freue mich, dass ich das mit dir zum allerersten Mal machen durfte. Tarik, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich endlich mal das Interview führen durfte, was ich immer gerne gehabt hätte. Und danke auch, dass wir diesen Space bekommen haben. Die ich gerne mal gestellt bekommen hätte. Ja, und danke für den Space. Dankeschön. Also danke für das Vertrauen. Danke euch hier vom literarischen Salon. Total. Ihr seht das alle nicht, aber hier sind ganz viele Menschen, also mit Abstand. Nein, hier sind gar nicht viele Menschen. Thelma, hier ist niemand. Niemand ist hier. Und wenn er jemand wäre, dann würden alle Menschen Masken tragen und hätten ganz viel Abstand. Tragen doch alle Masken. Thelma, alles hier zusammen. Mit Distanz. Alles. Wir bedanken uns wirklich für diese, ja, für diese Möglichkeit, dass wir unser eigenes Experiment ausprobieren durften. Danke für das Vertrauen und danke fürs Zuschauen und ja, ich muss jetzt aufs Klo. Ciao. Vielen, vielen Dank, war total schön. Au revoir. I'm a bit drunk.